Als ich ihm auf dem Filmfestival begegnete, übertrug ein einziger Blick von ihm sein Gefühl auf mich. Dieses Gefühl war dasselbe wie mein eigenes. Ich glaube, dass mir in meiner frühen Kindheit etwas fehlte. Und deshalb nie gelernt, mich selbst oder meine Gefühle auszudrücken. Dann traten die Kreise in mein Leben. Ich fing an, ringförmige Gegenstände zu sammeln. Ich sammelte sie in verschiedenen Ländern. Als Mensch zu unvollständig? Interessiere ich mich deshalb für Ringe und Kreise? Er fühlte sich mit Steinen wohl, wie ich. Ich nahm ihn auf einen Spaziergang zum Kirchenhügel mit. Wir verbrachten eine lange Zeit auf einer Wiese gegen Steine gelehnt. Danach gab es keine Alternative mehr. Wir mussten auf Reisen gehen, um Klarheit darüber zu bekommen, was für Steine wir sind.